Es gibt Nachrichten an der Börse, die sprechen eher dafür, dass ein Boden der Aktienmärkte erreicht ist. Und es gibt Nachrichten, die eher dafür sprechen, dass ein Top an den Aktienmärkten erreicht ist. Und heute haben wir eine Meldung bekommen, die eher dafür spricht, dass wir einen Top an den Märkten gesehen haben, nämlich der bärischste Hedgefonds der Welt gibt auf, hat heute gesagt, Schluss jetzt, ich will nicht mehr, wir zahlen das Geld den verbliebenen Investoren aus. Und man könnte ja meinen, also das muss ein Drama gewesen sein, ein Hedgefonds, der extrem bärisch ist. Die Märkte sind gestiegen. Aber gucken wir uns mal die Performance an, dann sehen wir, dass das gar nicht so schlecht ist. Okay, 2021 ein Minus von 2,6%, im Jahr 2020 ein Plus von 14,29%, ein großer Einbruch des Hedgefonds im Jahr 2019 mit fast 35%, dann auch nochmal im Jahr 2016 24% verloren, aber selbst im Bullenjahr 2017, als es praktisch überhaupt gar keinen Rücksetzer gab, hat der Hedgefonds 2,27% gemacht und da waren einige dicke Jahre dabei, einmal plus 36%, einmal plus 32%, plus 31%, viele, viele Jahre Gewinn gemacht, obwohl die Märkte übergeordnet ja gestiegen sind. Russell Clark war für diesen Hedgefonds verantwortlich und Hussmann Global haben Sie vielleicht schon mal gehört und er hat heute gesagt, also deswegen gebe ich jetzt praktisch das Kapital wieder zurück. Die Märkte wetten faktisch darauf, dass die Fed nicht in der Lage sein wird, die Zinsen anzuheben und der Kongress die großen Tech-Unternehmen nicht regulieren wird und eben auch keine Steuern anheben wird für die Unternehmen. All das wäre angezeigt, so der gute alte Russell Clark. Und jetzt hat er irgendwie keine Lust mehr und sagt, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück und werde mal ein bisschen nachdenken. Also es war jetzt nicht ganz so schlimm. Dennoch gibt er auf. Was heißt das, wie Jim Bianco sagt, ja, ich will nicht sagen, so sagt der Jim, dass wir jetzt einen Top gesehen haben, aber es ist schon etwas, was eher an einem Top passiert. Dem würde ich mich anschließen. Hier sehen wir mal Russell Clark, der eigentlich ein Australier ist, der diesen Hussmann Brief geschrieben hat, einen Investorenbrief, wo er immer wieder die Lage der Märkte versucht hatte zu beschreiben. Don't fight the Fed, bekämpfe nicht die Fed. Das ist das Mantra, das ihm alle entgegengebrüllt haben. Er hat gesagt, ich mache es trotzdem und war ja überwiegend sehr erfolgreich. Jetzt ist aber vielleicht die Situation, wo Don't fight the Fed das erste Mal nicht mehr so ganz gültig ist und das hat natürlich zu tun mit der Inflation, denn die US-Notenbank, die hat jetzt den Zugriff etwas verloren. Aber kommen wir zunächst mal zum heutigen Geschehen, bevor wir das weiter ausführen. Die Aktienmärkte in Asien dann im späteren asiatischen Handel nach oben gegangen, weil eine gewisse Euphorie über, naja, es wird schon nicht ganz so schlimm werden. Evergrande hatte die Raten bezahlt, so sagt man zumindest, das ist aber nach wie vor nicht wirklich erwiesen. Und dann kamen chinesische Staatsmedien, die ein bisschen gute Stimmung gemacht haben. Und wir sehen, dass vor allem die Immobilienunternehmen in China massiv gestiegen sind. Die so schwer verprügelten Aktien eben dieser Immobilienunternehmen. Wenn wir aber mal genauer hinschauen, wir haben jetzt Daten aus dem Oktober bekommen, sehen wir, dass wir einen massiven Fall von Fundings haben dieser chinesischen Immobilienentwickler. Die haben also so wenig Geld bekommen von den Banken wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Den Staatsbanken, den spart ja auch. Oh, da haben wir ein Problemchen. Und man versucht offenkundig kontrolliert diese ganze Geschichte implodieren zu lassen, lässt bestimmte Halbpleiten zu, versucht dann seitens Pekings das Ganze irgendwie zu fusionieren, irgendwie die kranken Männer praktisch zusammenzubringen und irgendwie das Ganze zu retten. Es wird wahrscheinlich nicht gelingen, das wage ich zu prognostizieren. Dennoch, heute hat es ja dieses Treffen gegeben oder wurde dieses Treffen beendet, das am 8. November begonnen hat, wo praktisch die Elite Chinas sich hinter verschlossenen Türen getroffen hat. Und heute gab es dann ein Kommuniqué und da hat man gesagt, ja, wir sind sehr zufrieden mit der chinesischen Entwicklung, die Wirtschaft stark, wir sind wirtschaftlich, wissenschaftlich und technologisch ganz vorne mit dabei. Die nationale Stärke habe ein neues Hoch erreicht. Und all das mit mehr Qualität, effizienter, nachhaltiger, sicherer etc. etc. Das ist alles totaler Bullshit, das können Sie mir glauben. Denn was ist in den letzten Jahren passiert? Es hat den Aufschwung gegeben in China, als man die Privatinvestoren hat machen lassen. Chinesische Privatinvestoren, da
ist richtig Wachstum passiert, da ist richtig Innovation passiert. Dann, als die Führung gesehen hat, oh, jetzt brauchen wir diese Privatfirmen gar nicht mehr, diese privaten Unternehmer nicht mehr, dann hat man letztendlich die abgewürgt und hat das alles durch Staatsfirmen übernehmen lassen. Was derzeit gegen Alibaba und Tencent läuft, ist nach wie vor eines dieser Bestrebungen, eben die Privatfirmen zu deckeln, kaputt zu machen, letztendlich all das dem Staat einzuverleiben. Jetzt ist es aber leider so, dass diese Staatsfirmen eben ziemlich ineffizient sind. Mithin nimmt sich China also derzeit gerade die Luft zum Atmen für die nächsten Jahre. Dementsprechend ist das absoluter Bullshit, was da hier behauptet wird. China ist so fragil und so gefährdet wie noch nie in den letzten Jahrzehnten seit dieser Wende von Deng Xiaoping, der eben gesagt hat, die Leute sollen ruhig reich werden. Die können eben jetzt, Hauptsache sie schaffen Wirtschaftswachstum, sie bringen uns irgendwie Wohlstand, materiellen Wohlstand, das ist gelungen, aber jetzt kommt die gegengesetzte Entwicklung, nämlich man versucht diejenigen, die für diesen Wohlstand verantwortlich war, praktisch auszuschalten und all das hängt damit auch zusammen, dass Xi Jinping jetzt sich wahrscheinlich als Führer auf Lebenszeit wird ernennen lassen können. Aber kommen wir mal zurück dann auch zu dem Aktienmarkt in China und zu dem Aktienmarkt der USA. Wir wissen ja, US-Aktienmärkte nahe der Allzeithochs. Und hier mal ein Vergleich von Sven Henrik, S&P 500 und der Shanghai Composite. Und Sie sehen da ein leichtes Auseinanderdriften. Die AMI ist deutlich besser. Ist jetzt die amerikanische Wirtschaft so toll im Vergleich zur chinesischen? Nö, kann man nicht wirklich sagen. Also zumindest nicht so, wie dieser Unterschied hier andeuten würde. Man versucht also seitens der Amerikaner letztendlich die ganze Aufblähung, diese Assetblase weiter am Laufen zu halten. Man hat grundsätzlich ja zwei Möglichkeiten. Entweder man tut das, was die Fed die ganze Zeit tut, nämlich pump rein, pump rein, pump rein und hoffe, dass der Tag der Rache dann irgendwann, wann das ganze Ponzi-Schema in sich zusammenfällt, möglichst weit in der Zukunft liegt, während die Chinesen jetzt versuchen, wahrscheinlich auch erfolglos, dieses Ganze irgendwie kontrolliert runterzufahren, wie so einen explodierten Atomreaktor, den man jetzt irgendwie vielleicht nochmal in den Griff bekommen kann. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, weil einfach das Problem zu groß ist, die Blase zu groß ist. In China hängt so viel an diesen Immobilien, das kann man sich kaum vorstellen. Diejenigen, die reich geworden sind, sind fast alle mit Immobilien reich geworden. Ein paar Techies auch, aber es sind vor allem die Immobilien und die permanent steigenden Preise für Immobilien, die für diesen Wohlstand gesorgt haben. Jetzt gucken wir uns mal die Bilanzsumme der Notenbanken an. Die haben ja mit Ausnahme der Chinesen mit massiven Pumpungen reagiert. Finanzkrise, erster Fall, da hat man Geld gedruckt, schon relativ viel Geld gedruckt. Die Chinesen haben Infrastruktur gebaut und ihre Immobilienblase begonnen aufzublähen. Aber jetzt haben wir eben vor allem mit der Corona-Krise die Situation, dass die Notenbanken versuchten, die einbrechende Nachfrage zu kompensieren, indem sie eben Geld in die Märkte geworfen haben. Und jetzt ist die Situation, dass wir ja viel zu viel Nachfrage bei viel zu wenig Angebot haben. Dementsprechend ist das jetzt absolut kontraproduktiv, was da läuft mit den Bilanzsummen der Notenbanken. Die stimulieren also eine Nachfrage damit, die gar nicht mehr stimuliert werden muss, die eh schon heiß gelaufen ist und sie werden das Angebot nicht verbessern können, also den Angebotsmangel. Und wir sehen das jetzt offenkundig, da wo die Nachfrage anzieht, dann wirklich diese Geldmenge, die hier geschaffen wurde, dann auch sofort inflationär wirkt. Das war vorher nicht in dem Maße der Fall. Jetzt schlägt das voll durch und das ist eine sehr gefährliche Situation. Hier die Bank of America mit einem Inflationometer, der in beiden Kategorien, nämlich transitory und persistent, also praktisch so Komponenten, Reopening-Komponenten wie Gebrauchtwagen, wo man annehmen könnte, ja, irgendwann beruhigt sich das, aber auch hier sind wir auf dem maximalen Wert 100 und auch bei der Persisting, bei der nachhaltigen Inflation, Mieten, Löhne sind wir auch bei 100. Das ist jetzt ein Riesenthema, vor allem was für die Leute teurer wird, das sehen wir hier. Das ist weniger Milch und ähnliche Produkte oder Milchprodukte, sondern es ist vor allem Fleisch. Es ist Poultry, also Geflügel, es ist Fisch, also diese Nahrungsmittel, die gerade wie Fleisch eine vegane Kultur wie die amerikanische unbedingt nicht braucht, die sind deutlich gestiegen. Schauen Sie mal, wie das hier nach oben schießt. Die anderen könnten und würden wahrscheinlich folgen. Und wir sehen insgesamt, dass sich ja in diesen Verbraucherstimmungen Michigan oder eben auch vom Conference Board die Stimmung zuletzt auch sehr, sehr eingetrübt hat. Und jetzt sehen wir auch, dass das Ganze bei den Unternehmen passiert, das sogenannte Corporate Sentiment ist jetzt auf das tiefste Level seit 2020 gefallen. Die Unternehmen ahnen, dass sie
keine andere Wahl haben, als die gestiegenen Kosten weiterzugeben. Sie fragen sich aber, wie lange können wir das? Wann können die Konsumenten diesen Weg nicht mehr mitgehen? Wann sind die Preise zu heiß gelaufen, sodass die Nachfrage dann einbricht? Also hier sehen wir erste Anzeichen dafür, dass das auch den Unternehmen jetzt deutlich klarer wird. Auch wenn die Margen eben jetzt noch im dritten Quartal in der Berichtssaison gut waren, weil man es eben noch geschafft hat, diese Kosten weiterzugeben, weil die Leute da noch dieses Helikoptergeld zur Verfügung hatten, diese Unemployment Benefits etc. etc. Wie stark das Problem jetzt sich internationalisiert, gewissermaßen sehen wir in Japan, dem Land der ewigen Deflation, so schien es. Da haben wir jetzt auch Inflation, etwa die Erzeugerpreise sind zum Vormonat im Oktober um 1,2% gestiegen und zum Vorjahresmonat um 8%. Das ist der höchste Wert seit 1981. Und die EZB, was sagt die? Naja, das ist transitory, also das hat länger gedauert, als wir erwartet haben, aber unsere Prognose war also falsch, deswegen prognostizieren wir jetzt einmal, dass die Inflation 2022 zurückgeht. Die Märkte sagen nö und wetten jetzt auf Zinsanhebungen in 2022 auch durch die EZB und die EU hat gesagt, ja, die Inflation könnte länger und dauerhaft hoch bleiben, wenn eben diese ganzen Lieferketten- und Materialmangelprobleme nicht bald vorübergehen. Wir sehen, dass Deutschland in diesem Kontext in Europa ziemlich schwach dasteht, was das Wirtschaftswachstum betrifft. Wir sehen, dass die Wachstumserwartungen oder das, was für das Jahr 2021 insgesamt prognostiziert wird, in der Eurozone tendenziell nach oben geht, in Deutschland tendenziell nach unten geht. Da werden permanent die Wachstumsprognosen nach unten getriggert. Jetzt haben wir diese ganze Corona-Situation mit möglicherweise neuen Einschränkungen, die da jetzt bald kommen. Aber wo Deutschland mitführend ist, das ist die Inflation. Da sind wir mit 4,5% ganz vorne mit dabei. Da haben wir also jene Länder teilweise deutlich schon einholen können, die eigentlich als relativ inflationär bekannt sind. Also wir lernen von den Südländern, meine Damen und Herren, und das ist auf jeden Fall gut. Und jetzt haben wir an der Ostgrenze Polens, also an der Ostgrenze der EU, ein Problemche. Sie kennen ja diese Thematik mit den Migranten, die da an die polnische Grenze praktisch gebracht werden durch Lukaschenko. Der hat jetzt mal eben angedroht, ja, wenn ihr hier noch weitere Sanktionen erlasst gegen uns, dann werden wir euch mal die Gaszufuhr stoppen. Sie wissen, diese Jamal-Pipeline, die geht von Russland über Weißrussland durch Polen nach Deutschland. Das wäre ein Problem vielleicht sogar, denn die Wettermodelle, diese Makro-Wettermodelle, prognostizieren für um und bei Ende November eine extreme Kälte, die sich dann fortsetzen wird mit Schnee. Ist natürlich immer schwierig, solche Wettermodelle, die ein bisschen länger gehen, aber die sind inzwischen schon relativ gut, können Großwetterlagen erkennen. Es gibt 5 solcher Großwettermodelle und alle sagen das Gleiche. Also wir hoffen, dass das alles nicht so schlimm kommt und der Russe dann vielleicht über Nord Stream 2 liefern kann, was die Grünen ablehnen, gell? Vielleicht schicken wir die dann einfach nach Polen, wo es ein bisschen wärmer ist. Jetzt ist es so, dass selbst wenn jetzt also praktisch die Russen wieder liefern, wir so viel Gas entnehmen aus den Gasspeichern, dass die Gasspeicher sich nicht nachhaltig füllen werden, denn wir brauchen jetzt immer mehr Gas, weil die Temperaturen kälter werden. Das heißt, wenn Russland also jetzt mehr pumpt, und das ist teilweise heute passiert, weswegen die Gaspreise kurzfristig nochmal gefallen sind, werden die Gasspeicher eben jetzt lange nicht so voll werden, wie sie normalerweise sind. Wir haben nach wie vor eine massive Unterdeckung. Und insgesamt hat mein Kollege, meine Damen und Herren, der Wolfgang Müller, einen Artikel geschrieben, Inflation, ein Schock, aber bisher keine Panik an den Märkten, wo er versucht, eine Erklärung zu finden, warum das Ganze nicht bisher eskaliert. Wir hatten gestern ja doch einen ziemlichen Down-Day an den Märkten. Heute unter dünnstem Volumen eine Erholung, getriggert durch diese China-Meldung. Aber ich glaube, die Entscheidungsschlacht, die steht noch bevor. Wir werden sehen. Jedenfalls werde ich diesen Artikel von Wolfgang unter dem Video verlinken. Der hat da eine Theorie, warum die Märkte bisher nicht reagieren. Die haben nämlich eine Hoffnung. Und diese Hoffnung finden Sie in diesem Artikel. Ich sage jetzt Servus und Ciao.